als der Trommler 13 Jahre aller Welt verkündet hat, die Verbrechen der Kommune fand noch immer keines statt. Und die kleinen Trommler grollen, es muss endlich was geschehen. Die Verbrecher, sieht, sie wollen die Verbrechen nicht begehen. Eines Tages war noch Winter, blieb man an der Panke Strand. Denn der Führer sagte, in der Luft liegt heut ein Reichstagsbrand. Und an diesem Montagabend stand ein hohes Haus in Brand. Fürchterlich war das Verbrechen und der Täter unbekannt. Zwar ein Knabe ward gefunden, der nur eine Hose trug und in Leinwand eingebunden, der Kommune Mitgliedsbuch. Wer hat ihm dies Buch gegeben? Warum stand er hier herum? Die SA, sie stand daneben und die fragt man nicht warum. Das Gebäude anzustecken mussten 12 gewesen sein, denn es brannte an 12 Ecken und war hauptsächlich aus Stein. Mittendrin in den 12 Bränden standen 12 von der SA, wiesen mit geschwärzten Händen auf den schwachen Knaben da. Und so warten durch den Führer die Verschwörung aufgedeckt. Freilich, was noch alles aufkam, hat so manchen doch erschreckt. In dem Haus, wo die Verschwörung unbedingt hindurchgemusst, wohnte ein gewisser Göring, der von allem nichts gewusst. Er gab allen Wächtern Urlaub, war des Reichstags Präsident und war gerade nicht zu Hause, als er hört, der Reichstag brennt. Warum gabst du deinen Wächtern heute Urlaub, Präsident? Heute ist doch grad der Montag, wo dein ganzer Reichstag brennt. Könnte man ihn so verhören, fiel ihm wohl die Antwort schwer. Doch man kann ihn nicht verhören, denn verhören, das tut er. Er verhört nicht Hermann Göring, so erfährt er nicht, was war. Und was unwahr ist und schließt draus, der Kommune Schuld sei klar. Und noch eh die Nacht vergangen, diesem blutgen Februar, war zerschossen und gefangen, was ein Feind des Hitler war. Als zu Rom der Kaiser Nero dürstete nach Christenblut, setzte er sein Rom in Flammen und es sank in Asch und Glut. So bewies der Kaiser Nero, dass die Christen Schurken sind. Ein gewisser Hermann Göring lernte das als kleines Kind. Zu Berlin im Jahre 19
114, 30 Stamm. Dann an einem Montagabend des letzten Reichstags Hausentbrannt, der die Sang hieß Oberforen, und er wurde nicht mehr alt, als der Welt es kam zu Ohren, hat man schnell ihn abgeknallt. Als der Welt es kam zu Ohren, hat man schnell ihn abgeknallt.